Ich grüße euch, das ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, wenn wir so in die Außenwelt schauen, dann sehen wir, wie die Blätter fallen. Ihr seht im Hintergrund dieses schöne Herbstpanorama. Und dieses Herbstpanorama bezeichnet auch die momentane Zeitqualität ganz gut. Wir sind jetzt so in diesem Übergang. Die Phase ist, dass dieses, was vorher war, jetzt am Herunterfallen ist. Die Blätter haben ihre, ja, ich möchte mal sagen, Aufgabe erfüllt und die ganze Neuschöpfung steht in den Startlöchern, wenn du so möchtest. Und der Herbst und der Winter sind im Moment so ein und dasselbe für uns auf der Erde, weil dieses Alte ist jetzt immer schneller sich am, ja, am, ja, selbst herunterfallen lassend, so wie die Blätter hinter mir an diesem schönen Baum. Und es bedeutet aber nicht, dass es ja keinen, ja, ich möchte mal sagen, keinen neuen Frühling mehr gibt, sondern das bedeutet ja nur, dass diese alte Energie, die da jetzt noch an den, ja, Lebensbäumen auch bei uns oft noch, ja, als Blätter hängen, sagen wir mal, die sind jetzt, diese Blätter sind jetzt sich am Verabschieden, wenn du so möchtest, und die alte Energie wird hinunterfallen, wird sich dann auch auflösen, wie es immer ist, am Ende von einer Schöpfung, wenn du so möchtest. Und diesmal haben wir aber etwas Neues, diesmal haben wir eine neue Energie, die kommt, und ihr seht hinter mir diesen wunderschönen Sonnenaufgang, und die Sonne oder der Sonnenlogos ist ja bereit für eine neue Einstrahlung, eine neue Energie, die da kommt, und dafür muss ja jetzt erst einmal das alte energetische sich, ich möchte mal sagen, ja, auflösen, und das sehen wir ja um uns herum, überall. Und dieses Alte, wo sich da auflöst, ist ja auch in uns drin natürlich. Du hast genauso diese Auflösungsprozesse in dir, und diese Auflösungsprozesse bedeuten aber nicht, dass es keinen, ich sag mal, eben neuen Morgen gibt, sondern im Gegenteil, daran siehst du, dass dieses Alte jetzt auch wirklich am Gehen ist, auch wie gesagt, in jedem von uns. Und dieses Alte darf gehen, darf sich wieder in den Kreislauf eingliedern, ist nicht verloren, wie gesagt, alles kommt ja in die Neuschöpfung als transformierte Energie mit und wird dort dann auch eine neue Möglichkeit finden, ein neues Leben, eine neue, ja, freudigste Lebenskraft wird da sprießen und etwas völlig Neues bringen, was es so anscheinend so noch nie gegeben hat. Und diese Energie, die ist halt jetzt so stark, dass eben unsere Lebensbäume nun bereit sind, die alten Blätter, sagen wir mal, abzuschmeißen, fast kann man schon sagen. Und das findet jetzt überall statt, um dich herum, aber auch eben in allen Systemen auch. Ne? Und diese ganzen Systeme, die du um dich herum siehst, sind ja Systeme, ja, der alten Energie und dieses alten Bewusstseins. Und natürlich versuchen diese alten Systeme sich noch an die jetzige Zeit zu klammern, dass diese Zeit bleibt. Sie wollen sie ausdehnen, sie wollen sie natürlich behalten und ihre alten, ja, ich möchte mal sagen, Pfründe, also ihre alten Privilegien und so weiter, möglichst nicht nur zu behalten, sondern auszubauen und stärker werden zu lassen. Und den Eindruck hast du natürlich im Moment gerade, dass das der Fall ist, aber in Wirklichkeit hat natürlich dieses Alte keine Chance gegen dieses
unendlich mächtigste neue Buddha sich durch diese ganzen alten Energien jetzt den Weg, ich möchte mal sagen, bahnt. Und dieses Neue, wo sich da den Weg bahnt, ist dieses neuschöpferische Bewusstsein. Und du spürst es auch in dir selber, dass dieses Neuschöpfungsbewusstsein eine ganz andere Qualität hat. Und das irritiert dich natürlich auch, weil es so viel kräftiger ist als dieses Alte, wo du gewohnt warst, wo du auch mit umgehen gelernt hast, auch über so viele Inkarnationen, wo sich vieles eher auch bewährt hat, sozusagen, und du gedacht hast, ja, nu, also es ist nicht alles immer so toll, aber es ist so machbar und wir können damit umgehen, ich kann damit umgehen und so weiter. Das ist natürlich jetzt so nicht mehr möglich und das spürst du auch und es werden jetzt viele Entscheidungen eben getroffen in dir. Wie geht es weiter? Welchen Weg möchte ich gehen? Wie ist der Weg, den ich in meinem Herzen spüre? Und der Weg, den du im Herzen spürst, ist meistens total konträr zu dem Weg, der dir von außen, ja, sozusagen, ja, aufgedrängt wird, kann man schon sagen. Und auch teilweise schon fast, geht es schon fast in den Zwang hinein. Und da ist natürlich jetzt wichtig, dass du erkennst, was ist mein wirklicher Herzensweg? Und dieser Herzensweg ist wichtiger und stärker und auch bewusster als dieses wieder Zurücksinken in die alten Systeme, die uns vorgaukeln wollen, die dir vorgaukeln wollen, dass es da eine Sicherheit gibt, aber du spürst und ahnst natürlich, dass diese Sicherheit ja eine Illusion ist und die einzigste Sicherheit, die du im Moment hast und spürst, so gut es im Moment geht, ist eben mit deinem höchsten Selbst zusammen, mit der geistigen Welt, mit oder in deinem innersten Herz kannst du dieses am besten spüren, immer in den Minuten, vielleicht auch noch länger, wenn du gerade in diese Ruhe und Stille hineinkommst und dich nicht bedrängen lässt von diesen äußeren, ja, doch sehr stark einwirbelnden, einströmenden Energien. Und die wollen ja auch immer Wirbel erzeugen, aber du hast in deinem Herzen ja deinen Nullpunkt. Und diesen Nullpunkt, diesen Ruhepunkt, dieses, wo die absolute Stille herrscht, dort, wo du dich selbst auch wahrnimmst und findest, dort, wo auch du spürst, dass da deine Urheimat ist, deine wirkliche Sicherheit und deine wirkliche Kraft auch. Und diese Kraft und diese Sicherheit und dieser Mut, der auch da drin ist, der trägt dich. Und ich meine, die ganze geistige Welt um dich herum, die ganzen anderen höheren, höchsten Engelsmächte und Kräfte sind nur da für die Menschen jetzt in erster Linie, die mit in dieses Neue wollen. Also sie sind für alle Menschen da, aber natürlich, wenn jemand sagt, doch, ich gehe mit in dieses Neue, ich möchte mit dabei sein, dann werden sie natürlich tätig, dann wird natürlich geschaut, wie können wir Himmel und Erde in Bewegung setzen, dass dieser Mensch mitkommt. Egal, was du dann noch für Ängste und sogenannte Schwächen, die du hast, glaubst zu haben, da aufglimmen. Egal, was da noch dann hochkommt. Das ist sowieso jetzt super gut, wenn jetzt noch diese Sachen alle hochkommen, jetzt noch gelöst werden. Alles, was du jetzt löst in diesem alten energetischen Umfeld, sagen wir mal, das hast du auch gelöst dann in dieser Zukunft. Und dann gehst du viel, viel beschwingter und einfacher mit in dieses Neue. Und in diesem Neuen bist du dann ein Kanal. Du bist da und du weißt,
wofür du da bist. Wohingegen viele Menschen das dann sehr, sehr wahrscheinlich, jedenfalls so wie man es mir sagt, da nicht so mehr so wissen und dann auch eine große, große Mühe haben, mitzugehen. Und dann bist du aber dieser Kanal, der dasteht und sagt, hier, es ist alles gut. Wir gehen jetzt in dieses Neue und du wirst zu einem Leuchtturm sozusagen. Wenn auch nur ein ganz stiller, ein ganz ruhiger, aber du leuchtest dadurch umso mehr und die Menschen spüren das. Und die, die mit in dieses Neue hineingehen und vielleicht dann, wenn wir im Neuen sind, auch immer noch verwirrt sind, die kommen dann zu dir und sagen, Mensch, wie machst du das? Wie läufst du jetzt? Wie machst du jenes? Wie hast du das gemacht? Kannst du mir das mal näher bringen? Und die, die dann fragen, für die bist du dann da. Jetzt im Moment sind alle sehr in der Verwirrung und noch sehr im Alten verhaftet und viele, viele, viele suchen ihre Sicherheit jetzt gerade jetzt in den alten Systemen, weil sie nicht die Sicherheit in sich so schnell gefunden haben, weil sie da unsicher sind und ihr Herz nicht so richtig spüren können vielleicht. Und genau für die bist du jetzt auch schon so ein, in gewisser Form eine Energie da, die jetzt das Neue schon ja ausstrahlt und hält, auch wenn sie jetzt viele Menschen jetzt noch nicht zu dir kommen, aber es wird eine andere Zeit kommen. Eine Zeit, in der viele, viele enttäuscht sind und sehr, sehr viele dann Fragen stellen oder wenigstens einen Halt suchen und dann bist du in deiner Kraft, weil du es jetzt schon gemacht hast. Das ist der Unterschied. Deswegen sei nicht verwundert, wenn um dich herum alle versuchen, in die alten Sicherheiten hineinzuflüchten und sich von dir vielleicht sogar dann absondern oder dich gar nicht mehr so toll finden, weil du ja in diesem Alten nicht deine Sicherheit suchst. Und genau das ist aber der Unterschied, warum sie nachher enttäuscht sind und anderswo hinschauen. Und dann schauen sie natürlich zu dir. So. Und ich wollte euch noch gerne darauf aufmerksam machen, dass jetzt ein Live wieder kommt von mir, ein Live-Event. Das wird wieder auf meiner Homepage stattfinden. Ich werde noch einen Newsletter verschicken, der euch das auch noch näher bringt. Und ihr könnt dann diesen gratis Live-Event einfach daran teilnehmen, indem ihr auf diesen Link klickt oder auf meine Homepage geht unter Live-Events. Einfach auf den Link dann klicken. Und also auf das Video klicken, sagen wir mal, was da dann automatisch abläuft. Es wird dann live ablaufen ab 19:30 Uhr, jetzt am Mittwoch kommende Woche. Ihr werdet dann sehen und hören, was ich da noch zu berichten habe, was da noch von den geistigen Räten so besprochen wurde, was da alles so im Moment im Feld ist. Wenn du so möchtest, auch kosmische News. Und am Ende gibt es dann wieder eine integrale Mediation, so eine Vermittlung aus den höheren Dimensionen, die dir auch dann helfen, mitzugehen in diese neue Zeit. Also ja, weil du bist ja selber Schöpferwesen und du bekommst einfach nur die Hilfe von deinem eigenen höchsten Selbst, dass diese Mediation, Vermittlung dir näher bringt. Genau. Ja, alles Weitere werdet ihr dann da hören. Ich habe auch noch was vorbereitet, damit viele Menschen noch einfacher mitgehen können. So hat man mir das durchgegeben aus den höheren Dimensionen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir hören voneinander und sehen uns. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Breuer.